sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die 908. Ausgabe schon. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich ja an einem Apple-Computer, aber selbst auf dem kommt man nicht drum herum, dass man auch Microsoft Office, natürlich die Version für Macintosh, auf seinem Computer hat, weil die meisten Briefe sind nun mal in Word geschrieben, die meisten Tabellen sind nun mal mit Excel erstellt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man das Gefühl hat, man braucht eine offizielle Version. In meinem Freundeskreis, und ich weiß nicht, wie es euch nach Zug nach Hamburg hören geht, ist es ja eher verbreitet, dass man nicht lizenzierte Software auf seinem Computer drauf hat, dass man eine gecrackte Version hat oder von Freunden mal eine CDs ausgeliehen bekommen hat oder eine selbstgebrannte und. Ihr kennt sicher noch viel mehr Möglichkeiten. Und ich hatte hier auf meinem Computer auch bis gestern eine nicht ganz offizielle Version, aber irgendwie hat man auch immer ein schlechtes Gewissen. Man hat ja noch so ein bisschen Unrechtsbewusstsein, nachdem ich schon seit Jahren meine Musik kaufe und alle andere Software auf meinem Rechner eh schon immer lizenziert war, habe ich mich nun entschlossen, ein Microsoft Office zu kaufen. Ist nicht mal teuer. Ich war erstaunt, für 129 Euro bekommt man diese Version und da ist alles dabei. Man hat Word, man hat Excel, PowerPoint ist auch dabei, aber das benutze ich nicht, weil mir das nicht schön genug ist. Aber so viel Geld oder so wenig Geld in dem Fall für so viel Software, das ist es eigentlich wert dafür, dass man dann hinterher nicht die Probleme mit dem Update hat oder dass man vielleicht doch mal auffliegt und dann richtig tief in die Tasche greifen muss. Aber wo viel Licht ist, ist auch etwas Schatten. Wer noch nicht an einem Apple gearbeitet hat, dem will ich es kurz erklären. Während man andere Software ganz einfach installieren kann, klappt es mit der Microsoft-Software nicht so einfach, zumindest in meinem Fall nicht. Ich habe die Software draufgekriegt, aber nach dem ersten Update ging schon nichts mehr. Ich weiß, ihr sagt jetzt wieder typisch Microsoft. Ich sag, okay, vielleicht habt ihr sogar ein bisschen recht. Ich musste also dann heute den Support von Microsoft anrufen. Und da hatte ich allerdings ein sehr nettes Erlebnis, denn der Kollege da oder der junge Mann, der da am Apparat saß, sagte dann, normalerweise dürfte es keine Probleme geben, aber vielleicht liegt es daran, dass von Ihnen noch Reste einer Testversion auf dem Rechner waren. Und er betonte das schon so und darauf sagte ich, ich will nicht ausschließen, dass auf diesem Rechner schon mal eine Testversion gewesen ist. Aber jetzt habe ich ja eine gekauft und er wusste dann auch gleich, was los ist. Ich musste nur zwei Dateien löschen und seitdem habe ich nun ein offizielles Windows. Und wenn euch auch das schlechte Gewissen plagt, dass ihr vielleicht kein so offizielles Windows habt, für 129 Euro die Home and Students Version sollte in den allermeisten Fällen genügen und schon hat mein Hersteller Support und verstößt nicht mehr vielleicht gegen die ein oder andere Regel. Weil ich so müde bin, ich habe heute bis kurz vor 22 Uhr gearbeitet, deswegen war es das schon für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich ja gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aber wieder in aller Ausführlichkeit und hoffentlich nach dem gewonnenen Fußballspiel gegen Portugal. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.